Hier habe ich vier Gleichungen für dich. In jeder siehst du ein freies Kästchen. Deine Aufgabe ist es, herauszubekommen, welche Zahlen in diese Kästchen gehören. Fang gleich mal mit der ersten Aufgabe an. Links vom Gleichheitszeichen steht 1 plus 4. Das ist gleich. 1 plus 4 ist das gleiche wie. Na, 1 plus 4 ist gleich 5. Wenn du 4 hast und 1 hinzurechnest, dann erhältst du 5. Damit ist die erste Aufgabe schon gelöst, denn 1 plus 4 ist gleich 5. Bei der nächsten steht 4 plus etwas ist gleich 5. Du hast gerade gerechnet, dass 1 plus 4 oder 4 plus 1 das gleiche ist wie 5. Also 4 plus 1 ist gleich 5. Damit ist die Gleichung erfüllt. 4 plus 1 ist das gleiche wie 5. Das Gleichheitszeichen bedeutet, dass du links von ihm die gleiche Menge wie rechts von ihm hast. In der nächsten Aufgabe steht, dass etwas plus 2 gleich 5 ist. Was plus 2 ist die gleiche Menge wie 5? 3 plus 2 ist gleich 5. 5 ist gleich 3 plus 2. Als letztes steht 3 plus etwas ist gleich 5. Na, das hast du gerade hier gerechnet. Also 3 plus 2 ist gleich 5. Du schreibst also 3 plus 2 ist gleich 5. Nachdem du deine Antworten kontrollierst, kannst du gleich weiterrechnen. Jetzt kommen Minusaufgaben. Was ist gleich 9 minus 3? Wenn du 9 Sachen hast und 3 wegnimmst, dann erhältst du 6, genau. 9 minus 3 ist das gleiche wie 6. 10 minus etwas ist gleich 6. Was musst du von 10 wegnehmen, um 6 übrig zu haben? Wenn du 4 von 10 wegnimmst, dann hast du 6 übrig. Etwas minus 1 ist das gleiche wie 6. Na, Logo 7 minus 1 ist das gleiche wie 6. Und dann hast du noch 8 minus etwas ist gleich 6. Wie viel musst du von 8 wegnehmen, um 6 zu erhalten? Wenn du 1 wegnimmst, dann hättest du 7. Wenn du 2 wegnimmst, dann hättest du 6. Also 8 minus 2 ist gleich 6.